Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir möchten hier heute diesen Dungeon hier erkunden. Wundert euch nicht, warum wir hier so nass sind. Es regnet hier ein, denn das Dach ist wunderbar dicht. Oder das Rohr besser gesagt. Und nach dem langen vielen Blablabla gehen wir es an. Ab in den Abwasserkanal. Da wird es richtig gut duften. Bin ich mir absolut sicher. Nach Veilchen und nach Rosen und nach Jasmin. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer, aber rechnet mit Generation 1 und 2. Höchste Zeit, dass du erfährst, warum wir hier sind. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Was für ein Prototyp? Hancock, kurz mal. Generation 1 und 2? Dr. Carrington. Lass uns los. Antworten fordern. Generation 1 und 2? Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Okay. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Ah. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Sprich sowas wie Valentine, ne? Streit zwischen Generation 1 und 2? Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien, die menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme. Sobald das auch nur erwähnt wird, geht die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit, Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Okay. Dr. Carrington, Vera, was ist der Kerl? Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Okay. Bereit. Lass uns los. Antworten fordern. Bereit. Von mir aus kann's losgehen. Als erstes müssen wir die Sicherheitsverriegelung aufheben. Okay. Das heißt, wir haben rotes Licht. Schön. Aha, die da wahrscheinlich. Kann man die so? Nein, bestimmt wieder über ein Terminal. Ah, er tut schon. Nun, zumindest läuft das Terminal. Ich gebe mal ein paar Kennwörter ein. Nein. 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 Ah, hat Bad, eins übersehen, ihr überheblichen Arschlöcher. Der Prototyp ist tiefer drin. Da hast du jetzt aber Glück gehabt, Herzchen. Ich will aber auch mal. Es gibt nämlich Erfahrungspunkte. Jetzt hätte ich müssen über die Schulter schauen, welches Wort er genommen hat. Hat. Keine Ahnung. Schau. Heute habe ich's. Ich könnte Lotto spielen. Tür schließen. Nö. Das passt schon so. Ich wollte nur die Punkte haben. Ha, ha, ha. Hier, geh weiter. Schuh. Lass die Dame mit der Bauerrüstung durch. Jemand hat ein Warnsignal hinterlassen. Oh. Das hier bedeutet Ärger. Ja, du armer, toter Mistkerl. Wissen wir. Roger. Ich glaube, er braucht das nicht mehr, ne? Und ich zück schon mal die Buffen. Na, großartig. Was haben wir da? Ein Synth-Ärmchen. Boom. Na, komm nur raus, du Stinkstiefel. Ah, da ist wer. Halt, wo bist du? Scheißkerl? Ich sehe einen Schatten. Nichts mehr. Wo ist denn die jetzt hin? Ah! Da unten ist sie. Oder es. Boom! Yeah! Sehr gut. Gleich mal nachladen. Das hat ja super hingehauen. So.
Was haben wir hier noch Schönes? Nicht so viel Besonderes, wie mir scheint. Oh, mein, hast du mich jetzt erschreckt, du Depp. Ich hätte dich jetzt fast erschossen, Kasperl. So. Oh. Käfer. Uff. Ich mag das. Ja. Gib mir her dein Fleisch. Maven. Ui. Eine Karotte. Jetzt denkst du, die haben sogar die Geschütztürmchen ausgeschalten, ne? Also Synth sind halt echt, ne? Jo. Gut. Warte, ist da oben noch eine Leiche gewesen? Ich möchte ehrlich gesagt nichts vergessen. Aber wahrscheinlich habe ich eh alles. So. Dann würde ich sagen... Siehst du das Viereck in der Mitte des Warnsignals? Ja, was heißt das? Das bedeutet, dass in der Nähe etwas versteckt ist. Offenbar konnte Maven etwas in Sicherheit bringen, bevor... Ach, du weißt schon. Schau dich mal um. Bevor sie schlafen gegangen ist, ja, schon klar. Gut. In der Nähe. Ah, da vorne ist irgendwas. Scheinwerfer. Die sollten nach Möglichkeit ausgeknipst werden. Tom konnte die Verteidigungsanlagen noch aktivieren. Hat die Runner wohl kaum gestört, aber hey, vielleicht hat es ein paar Leben gerettet. Vielleicht. Miss Boom. Kronkorken. Ups. Bewegung entdeckt. Nein. Ich bin nicht da. Verdammt. Falsche Taste erwischt. Geh weg. Sein Lieb. Nein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Ja. Das wäre ganz wichtig. Warte, wo hat die denn... Ah, da. Gut, dass ich nochmal zurückschaue, ne? Das ist ja mal ein Versteck. Servus, Kaiser. Fisch, wir haben es gefunden. Boah. Na, nicht den. Aber die Scheinwerfer. Hallo. Ist da jemand anwesend? Nein. Da ist niemand. Mm-mm. Nein, nein. Kannst dich wieder schleichen eigentlich. Seltsam. Offenbar eine Fehlfunktion meiner Sensoren. Ja. So ist es auch. So, immer schön her mit deinen Patrönchen. Da muss man zugreifen. Oh yeah. Und auch hier. So schön aufgebaut alles und alles kaputt, ne? Die Synth halten halt schon was aus, ne? Da haben wir schon den nächsten. Boom! Und? Tschüss. Der hatte gar keine Chance zu reagieren. Oh, oh, zu reagieren, genau. Und da ist schon der nächste. Boom! Ich glaube, ich muss retour gehen. Ich glaube, das war's. Noch einer. Bam. Du Schrottkübel. Bam. Hui. Das war jetzt nicht so geplant. Ich dachte, das wäre nur einer. Dabei waren das drei scheiß Schrotthaufen. Aber wir haben es irgendwie hinbekommen. So. So, ihr Synth-Kerle. Oh, wen haben wir hier? Schlauer Nikolas. Ja. Die haben alle Karotten, die stehen drauf, ne? Die wollten alle Omas Eintopf kochen. Da ist nichts mehr draus geworden. Schade. Oh, da haben wir noch Licht. Weg damit. Uns braucht keiner sehen. So, super. Her mit dem Graffel. Ganz, ganz super ist das. Gut. Dann. Francis Odile. Francis Odile wahrscheinlich, ne? Kronkorken, Patronen, Teerbeere, Hirschleder-Outfit und Sportkleidung. Ist wieder so ein Haufen Müll. Ah, die kann man nicht umschießen? Nö, wieso sollte man... Hoppala. Wieso sollte man denn auch? Scheiße. Das
Es ist halt so ein Licht, ne? Ich dachte, den kann man auch vielleicht eventuell, weil wir hier in einem Dungeon sind und so, ne? Aber es scheint hier sündfrei zu sein. Irgendwie. Noch. Irgendwie und noch. Irgendwie und noch. Irgendwie und noch. Irgendwie und noch. Der mit dem Zeug. Verteidigungsanlagen vor uns hochzufahren. Aha. Sie ein. Als kleine Überraschung für unsere Freunde. Alles klar. Dann schauen wir mal. Ja, bla bla. Du im Steuerung. Jawohl. Und bitte aktivieren. Bla bla bla. Ja. Bitte aktivieren. Jawohl. Müsste passen. Jetzt müsste es gleich rumsen. Kampf initiiert. Jawohl. Huch, da ist ja noch so ein Kerl. Nein. Den wollte ich haben. Und zwar schnell. Ja. Keinen Ärger mehr. Sehr gut. Entschuldigung, meine Herren, lasst mich mal bitte vorbei. Was? Da ist noch ein Synth? Wen haben wir da? Kelly Kay. Jawohl, Melonen. Die hat mal eine Melone. Die hat schon genug Karotten gehabt, wahrscheinlich. Der Geschützturm ist zu Staub zerfallen. Jo, Sachen gibt's, ne? So, her damit. Wir sind noch immer nicht überladen. Das freut mir. So, da ist gar nichts, ne? Nein. Nichts versteckt, da gehen wir weiter. Eine Pfütze. Okay, und hier haben wir noch ein Terminal. Für Einsteiger. Oh ja, yeah, Passwort. Bin gespannt. Welches nehmen wir denn diesmal? Bleibt die Glücksträhne noch erhalten oder ist sie schon vorbei? Ich fürchte, sie ist vorbei. Vielleicht? Ja, natürlich ist sie schon vorbei. Nein. Nichts gut. Nein. Falsch. Jawohl, viermal falsch. So, warten. Scheiße. Synth. Geht's wieder? Bla bla bla. Jawohl, geht wieder. Verdammt. Ich wusste, dass die Glücksträhne vorbei ist. Jo. Schau. Und jetzt auf einmal wieder da. Bitte öffnen die Tür. Danke. Türen werden geöffnet. Super. Tschüssi. Ja. Yeah. Super. Bewegung entdeckt? Nein. Hier ist niemand. Ich schwöre. Au! Boah, der Deichsel. Hallo, hallo. Würdest du mal schießen, gnädigste? Bist du narrisch? Puh. Hörst du auf? Wo bin ich denn? Hallo? Das. Na. So, den da. Geht natürlich nicht. Ja, natürlich nichts. Ja. Ist logisch. Was, den erwischt? Der ist hin. Ist jetzt Ruhe? Nein, da ist noch so ein Arsch. Passt. Sind wir fertig? Fürchterlich. Auch wenn es dich vielleicht überrascht, unter allen Slogan-Shows eine gewaltige Tunnelanlage. Aha. Wir betreten ein Forschungslabor der Defense Intelligence Agency. Ein Ort, den es offiziell nie gegeben hat. Man nennt ihn das Switchboard. Der Prototyp ist im Zentrum der Einrichtung weggesperrt. Aha. Ein Ordner. Und? Achso, der Ordner. Schwimm, schwimm. Aha, da ist eine Kochstation. Das war für die Synth, weil die haben auch Hunger. Die brauchen hier und da mal so einen köstlichen Motoröl-Shake. Sonst geht bei denen gar nichts mehr. Ist eh klar. Kaputte Lampe. Schopfkelle.
Schöpfkelle, so. Schöpfkelle, genau. So, lala. Da sind wir fertig, den haben wir auch schon. Da ist auch irgendwie nichts. Kein da, Rübchenchen, aber nur das Kettenbrett. Ja, es gibt ein bisschen was an Materialien, die wir dann für unsere Siedlung brauchen können, aber sonst. Ja. Schmutziger Aschenbecher, Schraubenschlüsselchen. Jo. Ich fürchte, lieber Hancock, du wirst dann bald mal was zum Schleppen kriegen. Allzu lang werde ich nicht mehr durchhalten, wahrscheinlich. Schön, dann würde ich sagen, hier ist alles aufgehoben und dann gehen wir ein Stockwerk höher. Geladen ist alles. Ah, was haben wir denn hier? Ja, bla bla. Passwort schon wieder mal. Jo. Ich würde sagen, das mal. Falsch. Sowas? Nein. Das? Das? Nein. Alles falsch. Okay, müssen wir warten. Gibt es hier was zum Stibitzen inzwischen? Ruck. Einen Globus, einen Ordner, Aschenbecher, noch. Dann nochmal, ja. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. FH5-01. Du hast eine Ausgabe des US-Handbuchs für verdeckte Einsätze gefunden. Du bist dauerhaft beim Schleichen schwieriger zu entdecken. Super. Danke. Yeah, jetzt bin ich schön überladen. Gehst du auch? Tatsächlich. Ach so. Frechheit. Hancock. Du musst mir mal da kurz helfen. Hey. Ja? Nimm mal das Graffel. Wenigstens die Buffen und so, ne? Das, alle sieben gleich. Den Schlagring kannst du haben, das Zeug und dieses. Das lassen wir mal. Dann das kannst du und dieses und jenes und das, alle acht gleich. Das hier und das da. Und Schrott. Alles, was ich dabei habe, so. Okay, Hancock ist voll wie Christbaum. Du kannst nichts tragen wahrscheinlich, ne? Das wäre sich komisch, wenn ich einen zweiten Typen für... Warte mal, machen wir zuerst hier. Also, nochmal. Baum, 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 baum. Monocolor. Puh. Bin drin. Bah, so ein Glück. Ha. Optische Stolperdrahtsteuerung. Ach so. Willkommen, Administrator-Benutzer. Wählen Sie bitte eine Option. Deaktivieren. Aha. WC. Ich muss aber eigentlich gar nicht. Optische Stolperdrahtvorrichtung. Aha. Ja, dann wäre das da wahrscheinlich. Muss ich mal kurz aussteigen. Weil der will ja das nicht mit Bauerrüstung und so, warum auch immer. Willst du jetzt? Ach, weil ich mich hinsetzen soll. Okay. Jo, nächstes Passwort. Was nehmen wir denn? Puh, das sind aber viele Wörter, ne? Nein. 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 Verdammt, wieder warten. Mist, verflixter. Himmelherrschaft, Sakrament. Bam, bau, 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 bau. So, setz dich hin, gnädigste. Jau. Verflixt. Manchmal läuft's gut, manchmal läuft's schlecht. Wo sind denn die Wörter? Da ist mal eins. Nein.
Das wär's. Yeah. Tiefkundstatus 2077. Ein Haufen Nummer, Entwarnung. Noch mehr Zahlen. Melde 3 nicht identifizierte Unterwasserobjekte vor Küste von Kalifornien. Bitte Befehle erteilen. Nochmal mehr Zahlen, ein paar Wörter. USAF hat Schwadron in größere Höhe über der Beringstraße gesichtet. Möglich chinesisch. Noch mehr Zahlen. Meldet 4 wahrscheinliche Starts. Tiefkund 2. Noch mehr Zahlen. Nord wahrscheinlich, also irgendwie, ne? Nerd. Bestätigt Starts. Tiefkund 1. Noch mehr Zahlen. Authentifizierter Befehl. Reaktionsszenario. MXCN91. Wiederhole. Nochmal dasselbe. Ja, okay. Bestätige Treffer. Offline. Aha. Die haben irgendwas abgeballert. Irgendein Archiv, Datenbank beschädigt. Sehr schön. Passt. Das haben wir da weg. Und ich steige hier gleich wieder ein. Das war ja sehr, informativ. Piep, 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 piep. Was? Anwesend? Was? Was ist ein Synth? Ich habe mich getäuscht. Keinen Feind entdeckt. Bewegung entdeckt. Seltsam über aktive Sensoren. Mehr nicht. Irgendwas da drüben, ne? Hallo. Da. Ja, hallo. Sensor meldet feindliche Präsenz. Jetzt schon? Ah, da drüben. Halt. Du brauchst nichts mehr sagen. Hallo. Na, hallo. Ja, das brauche ich nicht. Jetzt ist die Macht brauchen, aber ist ja wurscht. Einmal 12. Und. Bäm, nochmal 12. Ist denn jetzt Ruhe hier? Ui, Hancock, bitte. Der kann bluten. Mhm. Da ist noch einer. Ah, da drüben. Hallo. Servus. Tschüss. Der war gerade auf der Toilette. Den haben wir gerade bei seinem Geschäft gestört. Noch einer? Hör auf. Was haben wir hier? Telefon. Okay, der ist hin. Schreibtisch hat nichts. Okay, ich denke mal, da geht's weiter. Dann gehen wir zu. Mein Ziel verschwunden. Ja. Wir sind alle weg. Lampe? Nein, die will nicht mit. Okay. Wir gehen hier nochmal kurz zurück. Wir gehen auch zuerst aufs Klo und schauen mal, ob sie dort alles sauber geputzt haben. Sonst gehen wir uns schleunigst beschweren. Weg. Hervorragend. Gerade komisch. Wahrscheinlich geht es eh im Kreis herum. So, was haben wir hier? Spiegel, Fusionszellen, jawohl, einen Besen. Gut, da schießt uns mal nichts an. Also wirklich, wie sie die Klosetts so zusammenschlagen haben können und kaputt machen können, das ist mir auch ein Rätsel. Wahrscheinlich hatte einer grobe Blähungen und dann ist halt leider Gottes ein Unfall passiert. Okay, da wird auch nichts geschossen. Ich bin da immer jetzt ein bisschen vorsichtiger, seitdem mich da das eine Mal beim Türöffnen was angeschossen hat. Da haben wir auch noch was. Eine Zeitung, jawohl, wo sie hingehört. Aufs Scheißhaus, jawohl. Ja. Beim. Da schau mal, was wir da haben. Beim Erledigen seines Geschäfts gemütlich Zeitung lesen. Das ist das Richtige. Jawohl. Ich sollte mal ein bisschen Licht machen. Hoppala, Entschuldigung. Etwas Licht gefällig. Besen. So. Papadabam. Ansonsten haben wir hier nur ein defektes Glühbirnchen. Metalleimer haben wir noch. Und wir sind schon fertig.
So, da haben wir es geschafft. Also gut, dass wir hier zurückgegangen sind. Dann gehen wir mal darüber. Dam, dam, diram. Hallo! Ja, ist das nah. Was haben wir hier drin? Halt! Ein Feind. Verletzung erlitten. Jo. Versucht. Ja, haben sie. Und es war für die Fisch und für die Katz. Ist es unwahrscheinlich, dass sie überleben. Ja. Servus. Au. Na, so nett. Ein bisschen Jet wäre jetzt nicht schlecht. Jo, ich hätte was dabei. Ist das auch schon alles gewesen jetzt? Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich wieder voll überladen sein werde. Wo ist denn nur dieser Abspielknopf? Carrington, Stanley, Salus Egotin, Suprema Lex. Sesam, öffne dich. Ach so, hier geht's weiter. Das wollte ich gerade. Schießt da gerade wer? Also hat Tommy Whispers es nicht überlebt. Er starb, um unsere Geheimnisse zu beschützen. Mal sehen. Da, Tommy würde wollen, dass du seine Knarre bekommst. Lass dich echt nicht von ihrer Größe täuschen. Okay. Pistole? Du gibst sie mir? Pistole annehmen, Pistole ablehnen. Pistole? Was ist so besonders an der Pistole? Tüfteltom hat sie restauriert. Du lernst ihn später noch kennen. Modernste Altwelttechnologie. Mächtiger Rums, aber noch wichtiger, sehr leise. So eine Waffe findest du kein zweites Mal. Vielen Dank, Erlöser. Schön. Okay, sie macht jetzt sehr viel Schaden, aber immerhin. Die nehmen wir gern. Vielen Schnapp Dank. Schnapp dir Carringtons Prototyp. Wenn du ihn Desdemona gibst, darfst du bei unserer lustigen Truppe mitmachen. Gott sei Dank hat jemand rechtzeitig die Sicherheitstüren geschlossen. Carringtons Prototyp ist da drin. Wo ist denn nur dieser Abspielknopf? Carrington, Stanley. Ja! Yeah! Nimm mal alles mit. Sesam, öffne dich. Am Ende des Ganges ist ein Aufzug. Auf dieser Seite des Minenfeldes sollte es deutlich einfacher sein, gegen die Chromschädel zu kämpfen. Okay. Vorsicht. Man kann nie wissen, wo das herkommt. Was? Das Zeug? Ach, das geht, das vermisst sicher niemand mehr, hinguck. So, das nehmen wir mal alles schön brav mit. Da ist noch ein Eimerlein. Oh, eine Rüstungswerkbank. Mhm. Ja, hilft mir momentan noch nichts. Ganz ehrlich gesagt. Moment. Da ist ja auch noch was. Waffenwerkbank. Okay. Das nehmen wir alles mit. Yeah. Bam, bam, zack, 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 zack. Alles für unsere Siedlung später mal. Sobald wir wieder mehr Krimskrams haben, tun wir dann ganz einfach wieder ein bisschen Siedlung bauen, würde ich vorschlagen. Bam, da, da, da. Da drüben müsste dann ja auch noch was sein, oder? Oder sind wir jetzt irgendwie im Kreis gelaufen? Da ist der Ausgang. Nö, da waren wir noch nicht. Da sehe ich nämlich auch ein Äffchen. Und hier müsste es auch reingehen. Solche coolen Geräte müssen was wert sein, oder? Ja. Da haben wir auch schon das Terminal. Und ansonsten ist hier scheinbar nichts. Nee, da ist gar nichts. Also, Sesam, öffne dich hoffentlich. Bla 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 bla. Welches Wörtchen nehmen wir denn jetzt? Das vielleicht? Nein. Da? Nö. Dieses? Nein. Das? Nein. Falsch. Schöne Blaupausen. Blaupausen von...
Sollen das Synths sein? Oh nein, Roboter, schau mal. Da sind Teile von unserem Codsworth zum Beispiel. Roboter, ach so, schau mal. Cool. Das sind Roboter-Baupläne für unseren also wie wir sie auch bauen können, ne? Bei der Roboter-Baustation. Ja. So, nochmal. So. Jo. Nein. Na also. Yeah. Na bitte, geht doch. Also, bitte Tür öffnen. Danke. Der Held dankt. Katschanga. Ja. Yeah. Falle? Nein. Schachtel Zigaretten, Haarklammerbox, ja, yeah, Kochplatte und hier noch ein bisschen was und jetzt haben wir überladen. War ja auch mal Zeit. War ja auch mal Zeit. Ist hier auch noch was? Tatsächlich. Puh. Danke, Hancock. Ich hätte das jetzt voll übersehen. So, dann gehen wir mal raus. Baum, 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 baum. Bau, 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 daram, dadam, dadam. Jo, nur kein Stress, ja? Die Farbe schon raus? Bewegung entdeckt. Seltsam. Ach so, ist noch nicht raus. Es geht noch weiter. Ich dachte, es war schon der Ausgang. Wo bist du? Oh, ich habe in den Schritt geschossen. Hey, hallo. Der schupft mir ja glatt weg. Tut man das? Nein. Burschen. Ihr Helden. Ich wusste, dass ich überladen werde. Ich wusste es. Ich habe es im linken, rechten Hüftknochen gespürt. Würdest du mit denen da mal da vorbeilassen? Danke. Was haben, wen haben wir hier? Endstation. Wirf einfach den Aufzug an. Jawohl. Aber zuerst schau, was da noch ist. Benzinkanisterle. Und ansonsten nicht wirklich was. Aber der Benzinkanister, der war es jetzt wert. Und da unten, das geht nicht auf oder ist ein eigenes? Oder ist wahrscheinlich hier das? Na, schau mal. Benützen. Aufzug mit Energie versorgen. Abgeschlossen. Und Turmsteuerung. Bla bla. Sind ab jetzt deaktiviert. Passt. Gut. Dann schauen wir mal schnell, ob wir da rein können. Das ist gerade ein bisschen. Na, komm schon. Da drin ist sicher irgendwas. Oh, das hätte ich nur so knacken brauchen, ich Genie. Yeah. Das wär's. Jo, das wär's. Ja, da haben wir schon mal was. Ja, mit dem Zeug. Ein hübsches Fusionskernchen war hier auch. Passt. Sehr gut. Dreck, verdammt, da sind wir voll überladen. Ach je. Dann der gute Aufzug. Dann rufen wir ihn mal. Hallo. Und auf geht's. Meine Herren, bitte eintreten. Dann halt nur du, mein lieber Hancock. Es ist so lustig, wenn man Hancock blendet. Schau mal. Hi. Wo sind wir da? Ah. Geheimnis. Eine Schüssel. Mehr Schüsseln. Eine Kuchenform. Hm, da könnte man einen leckeren Apfelkuchen backen. Geht das noch? Nein, wie soll das gehen? Ist ja alles, ist nichts mehr da. Aber das nehmen wir mit. Und das und dieses und jenes und das auch. Yeah, eine Zeitung. Alter, wie viele Herd sind denn da noch? 12.000 Herd. So. Ja, der ist auch abgenippelt. Für eine Strickmütze.
die er mit seinem mit vollem Körpereinsatz geschützt hat. Na, du ohne schmutziges Wasser, das will ich haben. Du solltest dich mal von etwas Beute trennen. Ja, du bist ja auch schon voll. Und wo ist eigentlich unser Kumpel? Ich hoffe, der kommt noch nach. So. Ja. Yeah. Und ab in die Freiheit. Bravo, bravo. Drei Stunden später. Nein, Spaß. So. Ja. Ja. Es regnet. Und ich habe irgendwie Beton vorm Gesicht. Ach so. Ist unten irgendwas? Geh mal zur Seite, bitte. Lexington. Aha. Okay. Ist da jemand anwesend? Nein. Sensor meldet feindliche Präsenz. Wer zum Teufel schießt denn da schon wieder? Geschützturm. Der ist schon mal weg. Hier eigentlich. Alter! So rumsen. Okay, da draußen ist auch Werksturm. Noch mehr Kuchenformen. Was ist denn los? Aha, das ist ein Synth. Ist der jetzt Ruhe? Hallo? So, die Nuka-Colas gehen wir mal zu uns nehmen. Und ich nehme auch gleich mal... Ach, puh. Hey, Alter. Wir haben, was wir wollten. Teilen wir uns auf und treffen uns in den Katakomben. Ja. Hancock, er hat's schon erledigt. Super gemacht, Kumpel. Da draußen scheint's sicher zu sein. Jawohl. Das hebe ich noch auf. Und dann müssen wir noch ganz schnell einen Behälter finden, wo wir den ganzen Krempel reinschmeißen dürfen. Können. Dann gehe ich ihn nämlich nachher wiederholen. Boah. Wir haben ein bisschen Porten. Das mache ich dann, wenn ihr wieder mal nicht zuschauen tut. Schauen wir mal, ob da oben noch was ist. Außer das Teil hier. Den Moment zu schätzen ist eine vergessene Kunst. Ja. Das stimmt allerdings. 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 Das Stimmen tun. Ruck. Der ist ja auch geplündert. Da haben wir noch einen Synth. Okay. So, ich bräuchte eine Kiste, bitte. Ich werde es, glaube ich, in die Kasse schmeißen. Das müsste auch gehen. Also alles, was ich jetzt nicht mehr schleppen kann. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. So, also ich schmeiß das mal hier rein. Und dann gehe ich das ganze Zeugs eben holen. Und werde das ganze... Boxhandschuh. Ja. Und werde dann das ganze mal still und heimlich... in unsere Siedlung bringen. Und ich werde auch, wo ich schon dabei bin, werde ich auch gleich unsere Powerrüstung reparieren gehen. So, irgendwas noch. Ist ja wurscht. Nehmen wir das noch. Super. Perfekt. Dann nehme ich euch noch schnell mit zu einer Schnellreise in unser geliebtes Starlight Drive-In. Und dann ist gut. Jo. Hey, wow, wir haben fast Level up. Oh, super, das wird dann im nächsten Part was werden. Schön, schön. Mhm. Dann werde ich gleich, wenn es möglich ist, das Hacken fertig machen. Dürfte funktionieren, dürfte passen. Dann dürfte ich vor den Terminals hoffentlich nicht mehr so schwitzen müssen. Jo. Dab, 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 dab. Ich schmeiß das gleich hier rein. Das müsste theoretisch wurscht sein. Die baute da eine Bauerrüstung, ne? Hier kommt ein Klassiker von ihm. Was? Ba-ra-ba-ba-ram.
Da spielt die Musi. Ja. Oh ja. Das kommt alles weg. Das brauchen wir nicht mehr. Wobei ich könnte der Alten da vor mir geben. Oh ja. Den gesamten Schrott da rein. Hancock, mein Kumpel, gib mir den Graffel ganz flott. Schieß los. Ich will handeln. Klar, wirf mal einen Blick rein. Jupp. Gib mir alles her. Bitte. Ja, nochmal. Wo ist es nur? Du kriegst gleich deine Mütze wieder. Wo ist es denn? Ach so, Waffen, genau, da wird's dabei sein. Na, halt. So, den kriegst du nicht. Dich ehelichen will ich nicht, ehrlich gesagt. Tut mir leid. So, weil ich bin schon verheiratet mit meinem Mann. Für immer und ewig und für alle Zeiten. Jawohl. Wir haben nämlich anders geheiratet, ne? Der Tod scheidet uns nicht, nein. Wir gehören deiner ganz komischen Gruppe an, ja. Denn wir vertreten der Meinung, dass es eine Wiedergeburt gibt und die Wiedergeburt habe ich ja erschossen. Ja. Der hieß ja Wolfgang. Ja. Ja, es schmerzt mir. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es möglich gewesen wäre, täte tut, ich hätte ihn sofort geehelicht. Wirklich wahr. Sofort. So, sind wir jetzt hier mal fertig? Ich hoffe doch sehr. Ich trage viel zu viele Waffen mit mir rum. Passt. Na gut, ihr Lieben. Wie gesagt, was? Die schweißt da gleich mal rum. Also ich gehe jetzt das Graffel holen, gehe unsere Bauerrüstung schnell reparieren und dann, nur für euch, damit ihr wisst, wo wir dann als nächstes sein werden. Ich denke mal, ja, wir werden zurück zur Kirche gehen, mit Deacon sprechen, also ihn dort treffen. Ich glaube, das machen wir so. Ja. Ich würde mal sagen, so machen wir das. Also gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!